Jackie Cola mit der Oma, okay. Ich hatte eigentlich gedacht, dass nur Frau Merkel die Witze dieser Tage macht, aber andere können es scheinbar auch. Und damit willkommen zu einer Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und ihr habt es ja im Titel gesehen, diese verdammte Meta, die macht mir echt so ein bisschen zu schaffen, muss ich sagen. Und eigentlich, ja, das hört sich schon wieder so an, eigentlich hätte. Eigentlich wollte ich hier auch gar keine, so lange wie diese Meta besteht, wollte ich eigentlich keine Clankriege mehr spielen. Worum geht's eigentlich? Warte mal, lass mich mal eben spenden und bauen. Ich muss die, glaube ich, bauen hier. Worum geht's eigentlich? Es geht darum, dass ich ja schon des Öfteren gedreiert wurde mit meiner Base, und zwar schon im vorletzten Clankrieg. Das kann ich euch kurz mal zeigen. Da haben wir 26, 27 verloren. Und da kann ich euch auch die Base zeigen, gar keine Frage. Und die Base war auch nicht gut. Ich habe vergessen, die zu ändern oder zu wechseln. Das ist übrigens die Base, die ich seinerzeit die Tage von, na, sag schnell, von diesem Base-Building-Team bekommen habe, als ich Subscribe gesagt habe. Und aber ihr seht hier diese Truppen-Angriffskombination. Die geht mir ein bisschen auf den. Ich wollte jetzt gerade einen Sack sagen, aber Wecker ist, glaube ich, besser gesagt. Die geht mir ein bisschen auf den Wecker, muss ich sagen. Denn das ist ja keine Taktik. Das hat nicht so mit Taktik hier zu tun, sondern das hat einfach nur was mit sinnlosen Golem und Magier hintereinander gespammt zu tun. Also das ist skillos. Okay, ich mache das auch ab und zu mal. Also das gebe ich natürlich zu, dass ich auch ab und zu mal diese Kombi benutze. Wenn ich denn die Supermagier habe im Moment, habe ich sie nicht, weil ich das Dunkle halt auch extrem spare. Dadurch, dass ich noch 5 Level mein King machen muss. Aber das nervt mich ein bisschen, muss ich sagen. Und du kannst ja im Moment scheinbar, keine Ahnung, die Bases einfach hinstellen. Und dann lässt du deine Truppen einfach laufen. Das ist ja nichts anderes. Und entweder geht's gut, oder es werden zumindest 2 Sterne mit hohen Prozenten oder sowas. Aber so einen richtigen Fail, glaube ich, mit der Truppenkombination kannst du gar nicht hinlegen als Angreifer. Kannst du gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Und von daher ärgert es einen dann noch mehr, wenn du 3 kassierst. Ich meine, okay, hier habe ich vergessen, die Base zu wechseln. Und habe auch 2 Single-Infernos, glaube ich, und einen Multi. Aber auch im letzten Clankrieg habe ich meine vorherige Base mal wieder genommen. Und die hat eigentlich nur Multis, aber auch da bin ich einfach mit dieser Kombination überrannt worden. Es ist mir ein Rätsel. Deswegen habe ich gar keinen Bock mehr drauf, hier überhaupt mir selbst mir die Mühe zu machen, mir eine Base zu nehmen, die Base zu kopieren, zu modifizieren. Das ist scheißegal. Kannst doch hinstellen, was du willst. Funktioniert eh nicht. Solange wie das hier irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum Supercell das so lange so durchgehen lässt mit so einer Gurkenkombi hier. Ist mir ein Rätsel, obwohl, okay, die Supermagier wurden schon einmal genervt, aber auch im letzten CK ist meine Base auch gedreiert worden. Und da kriegst du natürlich einen Schock. Da kommst du abends nach Hause und siehst erstmal hier, Avatar liegt schon wieder auf der Seite hier. Okay, was hat er gemacht? Oh, so ein Zufall. Mensch, die fast die gleiche Kombi. Aber nur 8, okay, 8-mal Erdbeben auch. Jawohl, einfach mal da aufmachen und da aufmachen. Und dann lassen wir die Truppen mal laufen. Und die Base hat eigentlich bisher immer ganz gut gehalten. Auch gegen diese Truppenkombination. Aber kommt natürlich auch mal ganz drauf an, von welcher Ecke man reinkommt. Aber ich meine, der kommt schon auch von der Rathausseite rein. Das heißt also, da kannst du dich gegen diesen einen oder fast 2 Sternen, kannst dich gar nicht wehren. Außer man macht jetzt alle Fallen. Hier irgendwo auf dieser Flanke, weil den etwa weiß, naja, die Angreifer kommen zu 95% von der Seite 18 Uhr bis 21 Uhr rein, und dann haust du hier unten alle Fallen rein. Du haust einfach alles da unten rein, was auf Boden gehen kann. Alle Skelettfallen, ich wollte gerade sagen Stolperfallen gibt es hier ja nicht. Alle Skelettfallen und alle Sprungfallen, alles da unten rein, in der Hoffnung, dass er ganz, ganz viele Truppen gleich zu Anfang verliert, der Angreifer, und nicht mehr so viele Truppen dann im Feld hat. Ja, also es ärgert mich. Ich meine, wir im letzten Clankrieg haben wir immerhin gewonnen, so ist das ja nicht. Also eine kleine Genugtuung war denn doch damit da, und immer sind die mit dieser Kombi auch nicht durchgekommen, muss man ganz klar sagen. Aber der letzte Gegner hat diese Kombination im Rathaus 13-Bereich, glaube ich, nur benutzt, nichts anderes. Da war kein Hybrid dabei, da war kein Yeti Smash dabei, kein Pekka Bobert oder was auch immer. Null. Wirklich nur diese Kombination.
Und aber glücklicherweise hatten, wie gesagt, die letzten Gegner damit keinen Erfolg, obwohl ich gedacht habe, wir verlieren den Clankrieg. Denn wir haben ihn nur mit einem Unentschieden, glaube ich, gewonnen. Ist das so? Wir haben den mit einem Unentschieden gewonnen, ja. Denn der Gegner glücklicherweise, die beiden 13er hier, die hätten in jedem Fall unseren Dirk hier noch geschafft, denn unser Dirk ist ein 12er. Und haben einfach nicht mehr angegriffen. Prozentual waren wir sowieso vorne, aber den einen Stern hätten sie noch holen können. Und es ärgert mich wirklich unheimlich. Es ärgert mich unheimlich. Okay, die 9 musste er machen. Die 6 habe ich gemacht. Die 6 war aber, glaube ich, auch ein 12er, ne, oder? Die Nummer 6, ja, war auch ein 12er. Oh ja. Okay, nächste Schote. Warum man besser keine Klankriege spielen sollte. Okay, ihr seht es hier schon. Der Toto macht einfach mal einen 12er und sagt sich, ach komm, Helden werden überbewertet. Vergiss einfach mal einen King und deinen royalen Champion, also den Royal Gladiator, brauchst du nicht. Brauchst du nicht, ja, auch das noch. Das kam auch noch dazu, hätte ich fast vergessen, dass mir da auch ein kleines Missgeschick passiert ist. Ich meine, in diesem Clankrieg sind mir mehrere Missgeschicke passiert, also ohne Helden angegriffen, dann, was ist mir noch passiert? Ein Dreier kassiert. Dann ist mir passiert, dass ich Superlakaien gebaut habe. Habe extra dafür 25.000 Dunkles hingelegt, um die jetzt die nächsten 2-3 CKs hier zu spenden. Und was passiert mir am Ende? Ich spende sie nicht. Ich verpenne die Zeit mal wieder und ich spende sie nicht. Was mir natürlich sehr, sehr leid tut. Also im unteren Bereich war es jetzt nicht ganz so schlimm. Da hatte der Gegner, glaube ich, einen 8er und einen 10er oder sowas. Ganz egal. Hatten wir aber bei unseren Elfern dann so gut wie nichts in der Clanburg, außer, glaube ich, 5 Bogies. Was natürlich auch nochmal sehr doof war und auch ganz klar mein Fehler war. Und der nächste Fehler, den habt ihr da unten rechts jetzt vielleicht gerade gesehen, der Bogenschützenturm. Okay, hat jetzt gerade noch so, bevor meine Hawks dann rauskam, mir die Kaserne kaputt gemacht. Auch das ist ein Fehler, den ich immer ganz gerne mache. Das heißt, ich setze die Kaserne da, wo garantiert sofort was raufschießt. Und dann kommen die Hawks raus und es kommen dann nicht mehr, natürlich nicht mehr so viele Magier da raus. Und auch das ist ein Fehler, den ich immer gerne wieder mache. Aber diese verdammte Meta hier, die bringt mich um, muss ich sagen. Und ich kann das auch nicht mehr gutheißen oder gutreden. Ich hätte fast gesagt, in Streams, wenn jemand mit dieser Kombination live angreift, zeige ich den Angriff nicht mehr. Könnte man ja mal so machen, ne? Am besten vorher schon ankündigen, wer mit Spam-Taktik angreift, dessen Angriff wird gewiss nicht gezeigt. Naja, okay. Will ich mich mal nicht mehr ganz so derbe darüber aufregen. Hat mich heute auch schon genug aufgeregt. Denn mein Rechner lief nicht. Leute, mein Rechner lief nicht. Also falls euer Rechner auch irgendwie plötzliche Bluescreens unter Windows 10 bekommt, so einfach mal so oder einfach aus ist, der KB 5001649 kann euch da Abhilfe schaffen. Das ist nämlich nochmal ein großer kumulierter Update-Fix dafür. Und scheinbar hält mein Rechner jetzt. Was willst du denn haben? Habe ich jetzt schon was? Habe ich das abgebrochen? Bodentruppis. Habe ich doch. Aber wieso sind da jetzt 5 offen und ich sehe es nicht mehr hier? Ist ja merkwürdig, ne? Komisch. Na egal, greifen wir da halt mal mit an. Egal. Wir brauchen die Clanburg ja auch gar nicht. Mann. Sehr ärgerlich. Also wir brauchen die nicht komplett. 561 Dunkles, das war aber jetzt mal gerade wenig, ne? Mei. Okay, ich habe wieder übrigens gar keinen Schnitt drin heute. Ist auch cool. Aber es ruckelt hier ein bisschen, sehe ich gerade. Wieso ruckelt denn das eigentlich ab und zu mal? Oh, den können wir mitnehmen. Der hat viel Dunkles für uns. Und was habe ich denn am Start? Hybrid. Was haben wir denn hier eigentlich drin? Achso, habe ich ja gerade schon geguckt. Was war da? Ein Packer unten? Ein Packer. Okay. Da machen wir doch mal die Kombi hier und nehmen hier unten mal so ein Eck raus. Würde ich sagen. Lass mal gerade gucken. Da ist das. Dann nehmen wir das mal so mit. 1, 2. Den da rein. Passt das so? Ja, ne? Das müsste eigentlich passen, ne? So, dann machen wir den mal auf da. Dann ist der Royal Champion auch Geschichte, würde ich sagen. Können wir den noch mit dazu nehmen vielleicht? Mal gucken. Aber auf der anderen Seite geben wir jetzt hier
mit unseren Heilern rein. Da unten ist auf jeden Fall der, das Compartment ist Geschichte. Perfekt, sehr schön. So, müssen wir eben mal beobachten, wo unsere Queen so ein bisschen hingeht. Ah, okay, die geht nach da, das ist sehr gut. Die geht nach dort, das ist sehr gut, perfekt. Okay, was noch nicht so perfekt ist, ist, dass dieses Lager hier eigentlich weg muss und das vielleicht auch. Oh, meine Queen. Ah, hier, ja, Queen bleibt bei mir. Oh, die Queen bleibt nicht bei mir. Mist. Naja, egal. Ich sage auch immer, naja, egal, sage ich auch immer, ne? Aber so egal ist das gar nicht. Och, Mauerbrecher, wo geht ihr denn hin? Okay, aber die machen mir die Mauer auf, das ist auch nicht schlecht, ne? Und die Queen geht auf jeden Fall ihren verdienten Weg weiter. Sehr schick. Ein Mauerbrecher habe ich noch dort und dann können wir, glaube ich, in die Richtung hier mit unseren Minern gehen. Mein Warden steht richtig, perfekt. Und ein paar Hoggies hier hinterher. Royal Champion nehmen wir auch noch mit. Und nehmen jetzt die ganze Meute hier mal in die Pflicht. So, wo ist der? Oh, die Scatters. Oh, 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 die Scatter. Die müssen aber fallen dort. Leute, die Scattershots müssen fallen. Und zwar, wenn es geht, ein bisschen schneller. Ich habe mal wieder kein Gift genommen. Perfekt. Naja, perfekt ist das nicht, aber hier könnten wir natürlich ein Gift nehmen, weil die gehen jetzt dort auf die Prinzessin, wollte ich gerade sagen, auf die Königin. Aber meine Königin hat überlebt, und da unten der Royal Champion lebt auch noch. Die gegnerische Queen lebt allerdings jetzt nicht mehr. Die Miner gehen hier unten auf das Lager, sehr gut. Oh, meine Queen macht das ganz gut. Ist der im Ausbau oder ist der leer? Das müsste ich gleich mal nachschauen, aber ich glaube leer. Dann wäre der Kollege schon ein bisschen länger, glaube ich, offline. Aber ich glaube, den haben wir ganz gut gemacht. Naja, aber wenigstens ein Live-Angriff dabei. Ärgert euch die Meta eigentlich auch oder ärgert euch das nicht? Und ihr denkt sich, ja, der Toto ärgert sich, dass er mal 3 kassiert. Und wir greifen ja im Moment alle so an. Naja, ich weiß nicht, ob alle so angreifen. Also ich mache das auch. Ja, ich mache das auch, wenn ich denn die Truppen habe. Aber ich habe sie im Moment nicht. Und eigentlich möchte man es ja mal ein bisschen schicker haben. Ne? Also schöne Angriffe. Und oh, den könnten wir zu 0 machen. 22 Sekunden, aber ich glaube, das wird ein Timefail. Naja. Oder sagt ihr euch, ich mache nur schöne Angriffe, immer schöne Suilalos und so, so richtig cool. Richtig was fürs Auge und was fürs Gemüt. 8 Sekunden. Ah, schade. Mach mal nicht ganz auf 0, okay. Und den Inferno da oben lassen wir auch stehen. Naja, egal. Macht nix. Gut reingefarmt, Toto. 8400 plus den Bonus. Sehr, sehr. Und plus den Bonus noch. Okay, da komme ich jetzt meinem Traum wieder ein bisschen näher. Ja, ich habe die Superlakaien hier im Moment ausgebildet. Einen Tag, 8 Stunden habe ich sie noch. Aber die habe ich auch tatsächlich nur ausgebildet, um sie hier zu verspenden. Mehr nicht. Selber nutzen tue ich die gar nicht, was natürlich eigentlich auch doof ist. Man könnte die ja auch mal selber nutzen. Ne? Da machen wir noch einen Bogi rein. Superlakis, 2 Stück. Muss ich nochmal gleich nachbauen. Aber hier passt jetzt gerade die Truppe nicht. Da muss ich erst ein paar Hocks bauen, sonst habe ich wieder gleich so komische Armee. 14 Hocks ist zu viel. Da brauche ich nur 10. 5, ein paar mehr Mauerbrecher brauche ich. Ich habe keinen super Mauerbrecher. Da brauche ich ein paar von da. 2 Bogies und ein Drachen. So passt es. Dann kann ich die nochmal quick trainen hier. Sehr schick. Okay. Jo, so können wir es machen. Also ich habe die im Moment noch ausgebildet wegen den Clanburgen, weil wir die da brauchen, aber eigentlich brauchen wir sie nicht und ich bin auch wieder dabei. Ja, okay. Ich bin wieder dabei, aber ich weiß auch nicht, was ich für eine Base hinnehmen soll. Ich glaube, die Base, die ich ja hatte, eigentlich ist sie nicht schlecht. Und eigentlich ist sie nicht schlecht, aber irgendwie weiß ich nicht. Hab ich jetzt immer Schiss, dass die Kombis natürlich wieder so durchgehen. Und ja, wie gesagt, viele kommen aus dieser Flanke hier unten. Und letztendlich müsste ich hier unten alle Minen und alle Sprungfallen hinsetzen, alle Bomben, alles was da unten ist und nicht da oben irgendwo. Ah, ich weiß nicht, wenn ihr eine coole Base für mich habt, dann schreibt es mir in die Kommentare, dass ihr eine habt oder kommt am besten in meinen Discord und linkt eure coolen Rathaus 13 Bases. Ich habe sie leider nicht und ärgere mich einfach weiter über die Meta. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen. Und an den Livestreams dranbleiben. Ich denke mal, wenn mein Rechner heute stabil durchläuft, dann kann ich auch heute Abend wieder ein wenig livestreamen. Also bis dahin, habt noch eine coole Woche. Bis dahin, habe ich schon gesagt, euer Toto. Clasht.